Sich für einen Beruf zu entscheiden, ist eine komplizierte Sache. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten und auch viele Vorurteile. Zum Beispiel, Pilot ist ein Männerberuf oder soziale Berufe sind eher was für Frauen. Stimmt nicht. Immer mehr Jungs entscheiden sich für einen sozialen Beruf und gehen da auch ganz selbstbewusst mit um. Mein Name ist Oliver, ich bin 24 Jahre alt. Ich mache die Ausbildung zum Erzieher. Meine Hobbys sind Graffiti, Rappen und Kinder zum Lachen zu bringen. Erzieher ist komischerweise immer noch ein Frauenberuf. Früher hieß es ja auch Kindergärtnerin, da gab es den Begriff Kindergärtner gar nicht. Ich denke einfach, viele Männer trauen sich einfach nicht, dieses Berufsfeld für sich zu ergreifen. Was ich schade finde, weil ich meine, Jungs in der Kita werden von Männern eher gefördert als von Frauen. Sie können sich mehr aufreiben an denen und können dadurch wachsen. Oliver fühlt sich als Erzieher am richtigen Platz. Aber auch Altenpfleger, Sozialassistent oder Heilerziehungspfleger sind soziale Berufe. Markus lernt Krankenpfleger und ist über einen Umweg dazu gekommen. Ich bin gelernter Maurer und wollte dann sehen, dass ich wieder einen Job bekomme. Und ich habe mich dann entschieden, vielleicht nochmal einen kompletten Neustart zu machen und habe ein Praktikum im Krankenhaus hier in Berlin gemacht. Als ich mich entschlossen habe, eine Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung zu machen, haben viele in meinem Umfeld gesagt, Mensch, wie kannst du das als Mann machen? Ist das überhaupt was für dich? Ist doch eher ein Frauenberuf. Selber durfte ich dann feststellen, klar, es ist von Frauen dominiert, aber wenn einige Männer auf den Stationen sind, ist das auch sehr angenehm und es ist eine körperlich anstrengende Arbeit in verschiedenen Bereichen, wo es wirklich an die Knochen geht. Auch in der Physiotherapie geht's an die Knochen. Dimitri kümmert sich um Menschen, die Probleme haben, sich zu bewegen. Zum Beispiel nach einem Beinbruch oder nach einem langen Krankenhausaufenthalt. Es ist natürlich ein fantastisches Gefühl, wirken zu können, positiv wirken zu können. Und es ist auch total schön, also manchmal erlebt man eine wahnsinnige Dankbarkeit von den Menschen, weil sie auf einmal das Gefühl haben, hey, um Himmels Willen, ich kann das ja alles noch. Es ist toll, wenn man Menschen hilft. Und es ist auch toll, wenn man selber das Gefühl hat, hey, ich habe das Papier. Oliver, Markus und Dimitri haben sich entschieden. Und du? Infos rund um die sozialen und pflegerischen Berufe findest du auf soziale-berufe.com.